Willkommen zurück zu Pokémon Diamant. Ja, wir begeben uns heute auf den Weg nach Beideburg, wo wahrscheinlich die, ich glaube, Wasserarena auf uns warten wird. Hat sich beim letzten Mal hier noch Besuche so entwickelt, was uns eine große Hilfe sein wird. Ich meine, der Wasserarena-Leiter hat einen Garados. Ansonsten bin ich jetzt nicht so drin, wahrscheinlich ein Bäuerlin, aber es werden auf jeden Fall noch Gen 4 Pokémon da drin sein, oder? Guten Tag, möchten Sie übernachten? Ich sehe gerade, Sie haben gar keine Reservierung. Es tut mir leid, dann sind wir komplett, denn wir sind komplett ausgebucht. Sie dürfen sich hier gerne für eine Weile ausruhen. Okay. Gab hier, glaube ich, eh kein Pokémon Center in der Stadt, oder? Na dann. Dieses Hotel ist so romantisch. Ich hoffe, ein Ritter in schimmernder Rüstung auf einem starken Pokémon wird kommen. Dann können wir hier unsere Flitterwochen verbringen. Alter, ich komme mit dem Pampros oder. Oh, Phantoros. Pandoros komme ich hier angeritten. Geil, Purpurstück. Wofür braucht man die Nummer? Ich weiß nicht mal mehr, wofür die sind. Naja, spielen wir heute doch mal Besuchesu. Oder warte. Eigentlich sollte ich, wenn hier schon ein Wassertrainer wahrscheinlich auf uns warten, Burak benutzen. Der ist gerade ein bisschen underleveled. Hey, ich kann auch kämpfen. Okay, das ist schön für dich, glaube ich. Bidi fast, okay. Die meint es ernst. Naja, egal. Wir machen mit Burak einfach die ganzen Trainer hier durch. Und dann nehmen wir uns ein bisschen Erfahrung mit. Kämpfe gehen halt echt lang in diesem Spiel, ne? Kannst du irgendwie nicht oft genug erwähnen, weil das ist ein Punkt, der stört mich einfach. Ich hab verloren und bin dazu auch noch hungrig. Oh nein. Auch noch hungrig. Kannst du ja im Bidi-Fass essen gehen. Ich hab das Gefühl, hier geht's gar nicht lang. Ist ja nicht schön. Ich mag meinen Schwimmreifen. Okay. Rein hier. Okay. Das Ding hat, glaube ich, noch keinen Bodentyp. Dem er Funkensprung drauf spam. Ja, sehr schön. Das ist jetzt. Nee, ist immer noch dasselbe Geschlecht, oder? Ich habe da nicht drauf geachtet, aber also es müsste gerade auch schon weibliches gewesen sein. Hat jetzt vielleicht noch ein männliches? Der hat drei weibliche Schalelos. Warte mal, hä? Ach, die sind alle pink. Erst die Entwicklung hat eine andere Farbe. Okay, wieder was Neues gelernt. Ich dachte gerade, das wären alles weibliche, aber nein. Es gibt ein extravagantes Hotel am extravaganten Ort, worin sich ein extravagantes Restaurant befindet. Das extravagante Restaurant besucht extravagante Leute, die sich für so extravagant halten, dass sie nicht allein kämpfen wollen. Okay, verstehe ich. Schritt, Ritt, Haus, Fußabdrücke überall. Muss ich deinen Fußabdruck erkennen, oder was? Okay. Es ist ja einfach Pokémon zu lesen. Ich muss mir nur ihre Fußabdrücke ansehen und ich kann ihre innersten Gedanken erkennen. Aber du glaubst mir nicht? Na, dann lass ja dein Pachirisu einmal vor mir herlaufen. Dein Fußspur werde ich lesen können, was es für dich empfindet. Was? Burg und Basti bilden ein absolutes Traum. Komm her, Burak, komm her. Komm her. Zum Fick? Okay. Burak, ich habe bisher schon viele Menschen getroffen. Aber Basti versteht mich am besten. Ach du Scheiße. Perfekt. Also irgendwie noch lustiger, wenn wirklich eine Person hinter diesem Namen steckt, die man kennt, ne? Ich kann übrigens etwas zu essen vertragen. Aber das weißt du, nicht wahr? Ja, das sieht man. Achso, nee, das hat Burak noch gesagt. Okay, ich bringe dir einen Döner mit. Danke für deine lieben Worte. Was denkt dein Pachiris über dich? Denkt sonst noch irgendwer was? Was denkt Zatsch über mich? Was denkt er über mich? Jetzt kommen alle Geheimnisse raus. Ja. Wenn ein Pokémon allein reist, kann es nicht überall hingehen.
Aber wenn es mit einem Menschen reist, dann sieht es sehr viel von der Welt. Das sie zu reisen ist absolut lohnenswert und gibt einem ein beruhigendes Gefühl. Es ist immer unterhaltsam. Okay. Ich benutze das jetzt wieder Galak. Ah, okay, der hat vorher auch Pachirisu so gesagt und danach Hasburg. Was denkt der über mich? Jetzt habe ich Copperhead blöderweise nicht dabei, ne? Da würde es mich jetzt auch interessieren. Komm, wir machen es jetzt noch einmal mit Bazookazoo und dann let's go. Okay, interessant. Ich habe bisher schon viele Menschen getroffen, aber Basti versteht mich. Okay. Und er hat auch Hunger. Ja. Okay, sagt wohl sehr oft dasselbe, aber wie ich jetzt nicht so sehr in der Materie drin, wenn irgendwer eine Ahnung hat, kann das gerne reinschreiben. Was es da noch alles gibt, vielleicht gibt es irgendwelche lustigen Dialoge oder so. Würde mich interessieren, aber ich glaube, dafür müsste ich jetzt erstmal mich noch ein bisschen besser mit dem Pokémon verstehen. Hey, ich hatte den Fisch schon fast eingeholt. Es wäre eh nur ein Carpador gewesen, komm. Was sage ich? Er wollte sich wahrscheinlich noch einen Carpador angeln, oder? Ah, okay, der hat auch anderes Zeug, ein Remoraid. Das ist ein Gen 2-Pokémon und kann sich zu Octillery, wieso auch immer, entwickeln. Aber hinterfragen wir das Ganze einfach mal nicht. Ladungsstoß. 80 speziell. 65 physisch. Nee, wir lassen Ladungsstoß. Ich will Bärenkräfte behalten, okay? Ich denke, das könnte interessant sein zum Spielen. Aber er hat einen Gyarados. Das wird es wegen dem Bedroher nicht mal killen können, glaube ich. Es lag jetzt am Bedroher, dass sie es nicht hinbekommen haben. Bedroher macht nämlich 50% weniger. Oder wie war das? Nee, warte. Ein Drittel weniger oder so, ich weiß es gerade nicht. Oh, hallo? Das ist eine Schönheit, oder? Lass mich meine Technik vorführen, so kämpft ein Erwachsener wie ich. Okay. Kämpft ein Erwachsener, also. Schönheit Cindy. Oh, Cindy, Alter. Geiler Name. Komm her, Cindy. Gab's doch safe in irgendeiner Serie, ne? Cindy. Sagt mir was. Das klingt nach so einem typischen Mädchennamen, wo der Main Character einen Crush drauf hat, oder? War das nicht bei Jimmy Neutron? Ist sie so? Ich glaube ja, oder? Jimmy Turner, also von Cosmo und Wanda stand drauf. Da gab es ja so ein Special, ne? Ach. Okay, anscheinend werde ich jetzt schon gestört, weil ich auch noch 8 Minuten drin bin. Perfekt. Es ist 13 Uhr. Ich hätte nicht erwartet, dass überhaupt jemand herkommt. Ich dachte, ich hätte jetzt Ruhe, aber nein. Ach. Scheiße, Winger ist hier. Ich muss ein bisschen mehr leveln, habe ich das Gefühl. Ja, die Beeren schnappen wir uns jetzt noch schnell und dann müssten wir auch schon in Weideburg sein. Japa-Beere. Und die anderen beiden hier? Pagia-Beere. Sehr schön, die sind gegen Verbrennung. Da wir kein Feuer-Pokémon im Team haben, ist das eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich würde ganz gerne mal einen Rotom mitnehmen, wenn es das irgendwo leicht fangbar gäbe. Ich glaube, in Gen 4 war das ziemlich schwer zu bekommen, kann es sein? Zum Stand durch den Sand, da lässt du Fußspuren. Okay, ja, Fußspuren, ich habe schon genug von Fußspuren gehört. Ja, da ist was dran. Das ist sogar so eine Zwischenstadt, die nicht vermerkt ist, aber. Okay. Naja, ich rede jetzt halt auch weniger, weil ich weiß, dass er in der Nähe ist, deswegen. Ich habe wenig Bock, das Ganze zu synchronisieren. Supersuche, okay. Ich möchte mir ein Pokémon ansehen, vielleicht ist ja ein Schalwert. Hallo?
Okay, es geht also darum. Dennis Frau, was? Nee, Briefe will ich nicht. Was machst du? Ja, von wem da wohl die Rede ist. Ich weiß nicht, ob der ein sehr enges Verhältnis hat, aber ey. Okay, wir haben jetzt schon eine Panflammaske und eine Chillas-Maske. Joa. Kann man machen, ist aber ehrlich gesagt nicht meine Art, das zu spielen. Ich spiele Roselia, aber ich denke, dass der, dass sich Roselia noch nicht so gezeigt hat, aber ich denke, nach der Wasserarena können wir versuchen, so dann wieder entwickeln. Ja, soweit bin ich ganz zufrieden mit dem. Unser Ei sollte übrigens auch bald schlüpfen, ne? Ich hatte gesehen, dass da schon ein Riss drin war. Ja, das wurde hier letztes Mal gesagt, als ich mal nachgeschaut hatte. Der Eiprüfer kennt, man kann schon etwas hören. Bald wird es schlüpfen. Okay. Imagine, jetzt schlüpft so nach ein paar Schritten. Müssen uns hier noch die Stadt etwas anschauen. Ist auch die Arena. In der Arena selbst wird er uns nicht viel bringen. Vor allem, weil er Level 1 sein wird, ne? Da muss ich den EP-Teiler dann ausrüsten. Ja. Ich denke, das wäre die beste Option, wenn ich ihm den EP-Teiler gebe. Nana-Beere. Ist noch irgendwas in den Häusern vielleicht? Was ist mit dir? Mann, exakt in dem. Okay. Attackenmaniac. Ja, aber der will eine Herzschuppe, genau. Hab bloß keine. Joa, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich eine Herzschuppe hier gegrindet hatte, damit mein Keifel Antikraft erlernt und sich damit zu Mammutel entwickelt. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich Platin das erste Mal für mich gespielt hatte. Ja, wir sind ja allerdings in Diamant. Naja, ich denke, Platin ist sehr viel besser, aber aus dem Grund will ich es mir doch aufsparen, wenn ich etwas fortgeschrittener bin. Und ja. Ich werde dann auf jeden Fall auch irgendwann hier Hardcore-Challenges versuchen. Ach, ihr wisst schon, sowas wie nicht luminescent. Ja, die Platinum gibt es ja auch und es gibt so viele ROM-Hacks, die ich einfach mal probieren will. Die Bunke ist das Maskottchen der Stadt. Na, ich weiß ja nicht. Okay. Wieso schenkt die mir keinen? Nicht gemein. Was mit dir? Seltene Pokémon, die man nur im Großmorph findet. Ich weiß ja nicht, ob das so selten sind. Ah. Okay. Die pflanzt also die ganzen Beeren. Joa, könnt euch selbst denken, dass ich die nicht einpflanzen werde. Busmus sorgt auch an heißen Sommertagen für eine kühle Brise. Das richtige Ort für Wasser-Pokémon. Klingt doch super. Wo war ich jetzt? Hier. Okay, auf in die Arena. Ja, das ist die Wasserarena. Die hat mir damals, ja, ich hatte ja vorhin gesagt, ich habe Mammutel gespielt, ne, das war in einem Only Ice Run. Da hatte ich meinen Starter ausgetauscht durch Quiekel, deswegen hatte ich den recht früh und. Joa. Da wurde ich dann hier ein bisschen geballert. Egal, ich denke, Burak und. Ich setze ihn auch mal in die zweite Stelle bei Suke, so werden wir schon carryen können. Ja, safe. Obwohl, wisst ihr was, ich setz Bazooka so an erste Stelle, weil ich nicht denke, dass er mit Garados fliegen wird. Ein paar Chirisu will ich mir dann dafür aufsparen, dann kann vielleicht Bazooka so den Bedroher fressen. Und dann kann ich zu Pachirisu auswechseln, der Garados hoffentlich one-shottet. So, hallo. Nicht nur mein Körper hier oben gestillt, auch mein Pokémon und mein Geist wurden gestärker. Okay.
Das sind sehr viele Worte für einen Planscher mit seinem Bammelin. Ja. Egal, Roselia hat ja schon einen sehr viel höheren Spezialangriff. Hat er gesagt, wir hatten den bisher noch nicht so sehr gesehen. Deswegen will ich ihn diesmal ein bisschen verwenden. Hier könnte man den Wasserstand wieder verändern, aber ich glaube nicht, dass das unser Ziel sein sollte. Wir sollten wahrscheinlich eher hier. Macht über die Kräfte des Wassers. Okay, er ist ein Wasserbändiger. Er hat zu viel Avatar geschaut, glaube ich, aber... Hey, ich will es nicht leugnen, ne? Am Ende will ich nicht wissen, was er mit dem Wasser macht, wenn ich an ihm zweifle. Das bleiben wir einfach mal im Glauben, okay? Ich denke, das wäre das Sicherste. So, jetzt komme ich nämlich hier drüben lang. Ich glaube, das Rätsel war auch nicht so schwer. Während ich Pokémon aufzog, bin ich um die ganze Welt gereist. Diese Arena habe ich als Ziel gewählt. Okay. Matrose Merlin. Ich meine, was wäre eine Arena ohne die Arena-Trainer, oder? Oh, die braucht es ja schon. Jetzt einfach mal drin und um AP zu sparen, werde ich auf einen Absorber gehen, anstatt auf Megasauge. Komme ich hier auch noch mit genügend AP weiter? Ist das ernsthaft noch ein Wingull? Okay. Ja, ich denke, die Arena wird gar kein Problem. Also mit zwei Typen Vorteilen im Team. Naja, wir haben beim letzten Mal gesehen, ne, das Lucario war auf Level 30. Also vom Leveln her wird es nicht einfach, aber wir geben unser Bestes. So, jetzt kommen wir hier drüben lang. Die auf uns wartet. Nicht so stark werden wie Wellenbrecher Marinus. Ist dann der Arena leider. Das Ei sollte eigentlich bald schlüpfen. Ja, der hat jetzt blöderweise noch keinen Wassertyp, ne? Jetzt glaube ich einfach nur normal. Oder was hatte der denn damals für einen Typ? Noch nicht Wasser jedenfalls. Okay, dann hat er nur normal, weil in späteren Spielen hat er halt normal B. Und als Entwicklung dann Wasserfee. Allerdings ist ja auch Mary, was probably auch gewonshottet wird durch Absorber. Sehr schön. Das heißt ja auch, ne? Aber Zuge war das jetzt nicht so der Fall. Aber da steckt natürlich auch nochmal der Typenvorteil hinten drin. Weltweit die meisten Pokémon geangelt. Das glaube ich nicht. Nee, ich glaube, der kennt nicht diese Leute, die nach Barschwar damals gegrindet haben. Das ist wirklich ein anderes Level. Oh. Vielleicht nicht drin bleiben sollen. Egal. Das macht ja gar nichts. Ja, er quält mich mit einem Fruchtlacker. Ja, leck mir am Arsch. Macht ja fast gar nichts auf Pachirisu. Celia hat wohl aber eine schlechte Dev. Ey, wir bleiben drin. Schmerz war doch noch nicht ein Bodentypen, oder? Doch. Okay, er ist stark. Wir schaffen heute noch den Arena-Leiter. Ja, natürlich. Natürlich kommt ein Crit. Egal, wir müssten ein paar Bleber haben, oder? Ich glaube, wir haben ein paar mitgenommen. Oder? Scheiße, habe ich die alle verwendet? Okay, ich glaube, ich laufe nochmal zurück. Wie komme ich zurück? Ah, okay, so. Ja, ich gehe mal kurz heilen, weil das lief gerade gar nicht gut gegen Skarados. Es war auch nicht so sehr erwartet, dass die schon Garados haben. Ein okay, es entwickelt sich bei Level 20, aber komm schon.
Und vielleicht durchs Laufen kommt ja das Ei auch langsamer raus. Mal gucken. Also ich versuche hier nochmal schnell durchzurennen, obwohl der Wasserstand sogar gespeichert wurde, wie es aussieht. Ne, das können wir ja mal. Hab's euch gesagt. Also, ich hoffe, dass genau das rausschlüpft, was ich haben wollte. Nein. Nein, das wollte ich nicht. Och nee, oder? Das wollte ich gar nicht. Ihr wollt mich verarschen, oder? Kommt ein Vonaira raus. Ja, geil ist das. Alter, ich will kein Vonaira haben. Es passt nicht ins Team, komm schon. Ich meine, ich könnte es theoretisch einnehmen, ne, aber ich will nicht. Das ist ein Vonaira, komm schon. Ja, wir rennen nochmal schnell durch, weil das hatten wir ja größtenteils schon gemacht. So, hier waren wir stehen geblieben. Hatte ich mich jetzt überhaupt geheilt? Ja, nicht, dass ich irgendwie komplett dumm bin, weil sowas passiert mir öfters. Jetzt ist die Frage, wie. Ne, da lang will ich nicht, weil wenn ich da lang gehe, dann mache ich mir den Weg komplett zu. Ich will hier lang. Dann hier runter. Und hier komplett hoch. Perfekt. Und dann soll sich meinetwegen Kurak hier noch ein Level up mitnehmen. Wie die tosende See spüle ich alles in meinem Weg stehende hinfort. So bin ich eben drauf. Okay. Ja, damit habe ich kein Problem. Du sagst, dass du keinen Gastrodon hast, was übrigens auch für Marinus zählen könnte. Vielleicht hat der einen Gastrodon. Ah, das ist die Frage. Bingo, easy. Sehr schön. Also, das Wasser kommt halt hoch, damit ist der Weg hier frei. Wir sind theoretisch schon da, aber dann will ich den doch noch mitnehmen. Ist sich vom Sinken. Ach, da waren wir schon. Okay. Eilen nicht vergessen. Supertränke haben wir jetzt genug. Ja, ich will ja mit Besuche soliden, weil ich denke wirklich, dass Garados nicht zu Beginn kommt. Und dem Rohr will ich jetzt auch nicht gerade fressen bei Burak. Willkommen, ich werde nicht oft herausgefordert. Bald wirst du meine Stärke kennenlernen. Die Stärke des Arena-Leiters von Weidebur. Ganz genau, ich bin Wellenbrecher Marinus. Meine Pokémon wurden in stürmischen Gewässern trainiert. Sie nehmen all deine Attacken hin und ziehen dich dann runter. Der Sieg gehört an uns. Los, bringen wir es hinter uns. Okay, er ist überzeugt von sich. Er hat auf jeden Fall eine interessante Brust. Ich kann nicht sagen, ob das muskulös ist oder nicht. Er wirkt auf mich ehrlich gesagt nicht so muskulös, ne? Obwohl den Arm? Der hat gute Arme. Er leadet mit Garados. Okay, das ist jetzt weniger geil. Okay, dann probieren wir es anders. Wir outspeeden zum Glück. Aphrodite, by the way, glaube ich, mehr innet als Garados. Das ist interessant. Perfekt, die Full Power kickt direkt. Wir gehen auf Wachstum. Aber Garados ist nur Level 27. So groß ist der Levelunterschied im Vergleich zu der anderen Arena jetzt nicht. Lake. Müssen wir doch eigentlich gut hängen hier. Yeah. Okay, nochmal Wachstum. Mit plus 2 Megasauger müsste eigentlich schon ganz gut Schaden machen. Ja, doppelter Schaden.
Jetzt sind wir auf plus. Nee, das ist der physische Angriff, der steigt. Okay, und dann immer noch plus 2. Allerdings sind wir jetzt auch noch verwehrt. Komm schon. Cool. Nein! Er hat Drachenwut. Ja, so viel KP kann ich ihm wahrscheinlich gar nicht abziehen. Vor allem, wenn ich mich selbst hitte, ne? Danke. Komm auf plus 2, bitte zieh. Genug KP habt, um eine Drachenwut theoretisch überleben zu können. Das wird nicht reichen, nein. Doch! Oh. Ja, okay. Jetzt zu Fullpara und dann sind wir gut dran. Komm, Fullpara. Wieder auf 41, sehr schön. Ich hab's gecrawlt. Sehr schön. Okay. Okay, wir können es gerne so spielen. Heile ich mich halt noch mehr an deinem Garados voll. Pech gehabt. Ich glaube, es wird wieder Zeit für Wachstum, oder? Ich glaube, das könnte ich jetzt nochmal gebrauchen. Ja, die Drachenwut wieder. Überleben wir theoretisch. Ja, wir würden theoretisch auf vollen KP zweimal Drachenwut überleben. Aber gut, wir sind nicht verwirrt. Und jetzt nochmal auf plus 3, glaube ich. Jetzt müsste 250% des normalen Angriffs jetzt sein und damit killen wir. Sehr schön. Boah, 600 Erfahrungspunkte. Ja, das Garados hat gerade aber auch ziemlich gut getankt, ne? Müssen wir gucken, wie weit wir noch kommen. Lock, Duft? Nee. Ist, glaube ich, gut für Shiny Hands, aber das ist nichts, was ich brauche. So, Satch gönnt sich auch nochmal. Boyelin, ja, den schaffen wir, oder? Ich habe das Ding ja noch nie gespielt. Ich weiß nicht, was der für Attacken drauf hat, aber werden wir jetzt wohl gleich sehen. Eislan! Okay, ich glaube, wir sind raus. Ja. Ja, ein Crit, komm. Ohne Crit weiß ich nicht, ob wir es überlebt hätten. Ich meine, er hat keinen Step, ne, aber. Kann ich schwer beurteilen, ich bin da jetzt nicht so gut in der Thematik. Ja, dann sieht es jetzt schon gar nicht mehr so gut für uns aus. Ja, Besucher so hat gut überlebt gegen Skarados, deswegen die Entwicklung werde ich ihm, glaube ich, trotzdem geben. Ja, eine Fullpara wäre natürlich geil, ne? War das? Bitte kein Bodenmon. Der hat mich outplayed. Ich wurde von einem Arena-Leiter outplayed. Der wechselt ernsthaft gerade auf einen Boden-Pokémon, während ich auf die Elektro-Attacke gehe. Ja, ich hätte nicht damit gerechnet, dass die überhaupt sowas drauf haben. Okay, was? Der wird auf den Boden-Move gehen? Nee. Dann play ich ihn jetzt zurück. Der wird wahrscheinlich dann wieder auswechseln wegen Eiszahn, oder? Ist mir jetzt scheißegal. Urk muss leben. Nee. Pick dich, Marinus. Das Spielchen kann ich auch. Ja. Guten Schlag. Okay. Weiß jetzt nicht, ob der wieder switchen wird wegen dem Eiszahn. Ich könnte theoretisch auf eine Verfolgung gehen. Ob sich das so sehr lohnt. Nee, der wird schon nicht auswechseln, oder? Er hat noch einen super Trank. Nee, komm, leck mich, aber Mordor hat viele Leben. Das halt ihn komplett voll. Sehr schön. Müsste jetzt auch keinen Trank mehr haben.
Ja, komm, wir gehen jetzt auch nochmal auf eine Verfolgung. Für den Fall, dass er auswechselt, aber passt. Ist halt ein cooler Move mit Step vor allem. Kann das schon mal killen. Wenn der Gegner auswechselt, dann noch immer umso besser. Die Gegner werden halt nicht oft auswechseln, ne? Das ist die Sache. Ne, wir bleiben jetzt drin. Ich weiß, dass er einen Eiszahn hat, aber ist mir scheißegal, wir bleiben jetzt drin. Ey, Laster, das war eine gute Attacke. Danke. Ey, wir fliegen jetzt erstmal davon nach dem, ja, Outspeeded. Okay, aber das tanken wir, wenn es kein Crit ist. Willst du mich verarschen? Das war kein Volltreffer. Okay. Komplett unerwartet, aber sollte sein. Wir haben halt zwei Pokémon im Team, die gar nichts ausrichten können. Egal, so soll es sein. Insofern jetzt der Funkensprung nicht reicht, gehe ich noch auf eine Quick Attack. Sternschauer wird eh nicht viel machen. Ja, die Quick Attack sollte reichen. Es sei denn, er hat eine Sinebeere. Oder Zitrobeere, nicht so. Hat eine Zitrobeere, jo. Jetzt wird es erst richtig spannend. Okay, dann nochmal Funkensprung. Gleich haben wir es, Leute. Ey, der ist ehrlich gesagt viel schwerer als erwartet. Das kam ein bisschen unerwartet, ne? Auch der Switch hin zum Morlord war echt stark. Also an der Stelle mal Props an... Oh, Psychoklinge! Oh mein Gott, das ist der physische Psycho-Move, oder? Geil. Hohe Volltrefferquote, 70er Stärke. Das hier hat nur 50. Ja, 50 auf Konfusion wirkt aber auch etwas stark. Egal, wir wechseln es aus, weil wir physisch sowieso im Angriff viel besser sind. Und wenn jetzt irgendwie Psycho irgendwo sehr effektiv sein sollte, das killt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Er war ja so schon mit Schlitzer stark, worauf er nicht mal Step hatte. Jetzt hat er noch Psychoklinge und hat darauf Step. Boah, Schluss und aus. Sage ich es nur, ich will mehr, ich will nochmal und nochmal kämpfen. Ja, für die Erfahrung gerne, aber der Part ist schon lang genug. Man muss mich nach unten gezogen haben, aber der Kampf mit dir hat mir sehr viel Spaß gemacht. Hier, das hast du dir verdient. Fanorden. Der Fanorden? Okay. Dank des Fanordens kannst du nur noch die versteckte Maschine auflockern, außerhalb eines Kampfes einsetzen. Und zwar auflockern. Ich weiß es nicht mehr. Das ist eine besondere Belohnung, die ich dir gebe, da dein Team außergewöhnlich ist. Danke. Ist es Lake oder... Ja, Lake. Gibt doppelt Schaden zu, wenn der Gegner nur noch die Hälfte seiner KP besitzt. Ja. Damit kannst du Kämpfe effektiv beenden. Ja, außerhalb müsste, glaube ich, der richtige Weg hier sein. Perfekt. Ja, das war's mit der vierten Arena. Hat Spaß gemacht, hatte auch ordentlich eine Schwierigkeit. Also es hat sich ehrlich gesagt nicht nach einem normalen Pokémon-Game für mich angefühlt. Es hätte schon eine etwas schwierigere Mod sein können. Ich weiß, es war jetzt nicht so schwer, ne? Wir sind hier durchgekommen. Obwohl ich nur vier Pokémon dabei hatte, die irgendwie was könnten. Und einen davon habe ich nicht mal eingesetzt, aber grundsätzlich, wenn er ein Team aus 6 gehabt hätte, die auch ungefähr auf dem Level wären, das wär auf jeden Fall Kaizo-Level, ne? Ja, egal, Bonaira wird rausgeschmissen und ich muss herausfinden, wie ich an mein 6. Teammitglied komme. Das wird jetzt auch ganz schnell gemacht. So, Bonaira raus. Ja, machen wir beim nächsten Mal weiter.
Okay, es laggt gerade hart. Frag mich nicht, wieso es gerade so laggt, aber... Das ist ja wirklich extrem. Ja, immer. Machen wir beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, wohin der Weg auch mich auch immer leiten wird, sehen wir beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao.